und herzlich willkommen zu Sannas Backstube. Heute backen wir, und zwar nicht allgemein weihnachtlich für den Menschen, sondern auch fürs Tier. Selber essen kann ich es natürlich auch, wenn ich das möchte. Eventuell möchte ich das, weiß ich noch nicht, ob es mir schmeckt. Wir haben einen Rundteig, ganz einfach, Dinkelmehl, Haferflocken, gepresst, aber ganz. Ja, keine geschrotteten. Und Wasser. Füttern kann ich das der Katze, weil die kann die Getreide essen. Ja, man kann auch selbst für die Katze kochen, ist durchaus möglich. Und natürlich die Kaninchen, das Pferd und die Maus kann es auch essen. Sicher habe ich jetzt hier. Halleluja, jetzt bin ich erstmal soweit fertig. Wir haben hier noch Katzenplätzchen mit Ei. Und voilà. Fast fertig. Wir haben Laubsterne. Salbeienten. Undefinierbare Leinsamenkekse. Heumonde und Haselnusskaninchen. Im Ofen haben wir noch Katzen mit Ei und noch irgendwas mit davon. Ah ja, Apfeltannenbäume. Jo, ich denke, das reicht erstmal. Ihr seht, da oben läuft noch. Ja, und dann würde ich mal sagen, vergesst die Weihnachtsaktion nicht. Wir sind im Städter Tierheim. Weil die Tiere wollen schließlich auch was essen. Und ich hoffe, das versteht ihr jetzt, weil das ist nämlich wichtig. Und dann geht ihr einfach unten auf den Link zu Facebook und klickt teilnehmen. Dann geht ihr auf die Wunschliste und bestellt bei Amazon, was auch immer euch gefällt. Was auf der Liste ist am besten. Fürs Tierheim. Und dann kommt es zu mir, zu uns, zu mir, zu meiner Firma. Und ich bringe es dann ins Tierheim. Gut. Haben wir wieder was gelernt heute mit mir beim Backen?